Also ich heiße Lucia Harshanyova, ich komme aus der Slowakei und ich bin 28 Jahre alt. Sie ist jung, schnell und will es auch beim Training wissen. Lucia Harshanyova ist Fußballerin aus Leidenschaft. Sie beschreibt sich selbst als disziplinierte Kämpferin und harte Arbeiterin. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, wie oft man hinfällt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Fußball ist alles für sie. Mir gefällt, dass es nicht nur Sport ist, und es ist Leben einfach. Es ist Lebensstil, Lebensstil und Leidenschaft und das Gewinnen, und das ist das geilste Gefühl. Angefangen zu spielen hat sie mit den Jungs aus ihrem Heimatdorf in der Slowakei. Dann wechselte sie in einen der ersten slowakischen Frauenclubs. Nach der Einberufung in die Nationalmannschaft wollte sie dann Profi werden und bekam Angebote aus dem Ausland. Österreich war erstes Mal neue Sprache, neues Land. Schweiz war so ein bisschen der Zwischensprung, oder wie soll ich das, Zwischenstation nach Deutschland. Und Deutschland ist, meiner Meinung nach, ist die beste Liga in Europa. Und das ist der Top-Level, und da wollte ich immer hin. Und ja, so war die Entwicklung. Nach einem kurzen Ausflug nach Italien spielt die Abwehrspielerin seit Anfang des Jahres wieder für die Frauenmannschaft des MSV Duisburg. Sie wollte unbedingt wieder zurück nach Deutschland und auch wieder zum MSV. Weil ich immer die deutsche Bundesliga spielen wollte, weil ich glaube, das ist die beste Liga in Europa. Und ich war schon hier, und die Leute und die Zuschauer sind auch cool, die haben mir zum Herz gewachsen, und wir haben das beste Maskottchen. Die vielen Vereinswechsel in andere Länder verdankt sie auch einem vereinten Europa und der Europäischen Union. Ohne ein grenzenloses Europa hätte sie den Traum von einer Profikarriere nicht so schnell hinbekommen. Sie erinnert sich nämlich auch an frühere Zeiten. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich kleiner war. Wie zum Beispiel sind wir nach Österreich gefahren mit meiner Familie, was 50 Kilometer weit weg ist, und wir brauchten Reisepässe und Autokontrolle und alles. Und jetzt ist es einfach alles offen, du kannst überall hinfahren, von einer Stunde bis zur anderen fliegst du irgendwo, und einfach die Türen sind für alle offen. Trotzdem denkt Lucia, könnten Europa und die EU noch einiges besser machen. Der Frauensport könnte besser gefördert werden, zum Beispiel bei den Fernsehrechten. Doch das Wichtigste ist für sie der Zusammenhalt und die gemeinsame Arbeit in der EU. Ich würde mich wünschen, so wie wir auf dem Feld arbeiten, alle zusammen, dass auch die Länder zusammenarbeiten und wir haben Frieden. Alles Schlusswort. Klar.